will always trust him who is wisdom. I won't be afraid, I won't be afraid. And I will always follow his ways of wisdom. I won't be afraid, no, I won't be afraid. Ein ganz herzliches Grüß Gott an alle zu diesem zweiten Fastensonntag zum Thema Denk an deine Güte. Warum sagen wir das wohl? Denk an deine Güte. Gott denkt doch immer an seine Güte. Er denkt doch an seinen Bund in Ewigkeit. Aber es ist ganz normal, ganz menschlich, dass wir ein solches Gebet zu sprechen brauchen, weil wir kommen oftmals in Situationen, da sind wir unsicher oder verängstigt oder wir haben ein bisschen Probleme, Gott zu vertrauen. Aber manchmal müssen wir auch gewisse Risiken eingehen. Aber das zahlt sich aus. Abraham musste auch ein Risiko eingehen, als er Gott gehorchte, als ihm befohlen wurde. Verlasse dein Land, Ur, und gehe in ein fremdes Land, Kanaan. Ich werde es dir geben und ich werde dich mit Nachkommen segnen und ich werde durch dich alle Völker der Erde segnen. Und Abraham vertraute und gehorchte. Und der Psalmist preist Gottes Güte, Vorsehung, Weisheit, Liebe, Treue. Und der heilige Apostel Paulus im Timotheusbrief sagt auch, dass zum Teil Leiden fürs Evangelium wichtig sind, sogar notwendig. Aber Jesus Christus hat uns durch die Gnade berufen und er gibt uns die Kraft. Und vielmals erhalten wir diese Kraft, wenn wir gewisse Momente erleben, wo wir einfach auf dem Tabor sind, wie es im Evangelium steht. Die Verklärung Jesu. Und das war sicher so schön zu betrachten. Und kein Wunder, dass Petrus gesagt hat, lass uns drei Hütten aufbauen. Eine für dich, eine für Moses und eine für Elia. Aber nein, sie mussten zurück in den Alltag. Und Jesus wusste, wofür er gekommen ist, sein Leben hinzugeben für die Erlösung der Welt. Und deshalb will ich euch alle einladen, mit Jesus vom Tabor aus immer wieder in den Alltag zu gehen und ihm nachzufolgen oder genau das zu tun, wofür der himmlische Vater uns auch berufen und erschaffen hat. Wenn er sagt, das ist mein geliebter Sohn, Jesus, hört auf ihn. So wollen wir auf Jesus hören und ihm vertrauen, denn er denkt an seine Güte in Ewigkeit. Eine gesegnete Fortsetzung der Fastenzeit und bis zum nächsten Mal.